Es gibt übrigens jemanden, der hat ein Video gemacht, ich zerstöre Alpha, Kevin. Wir müssen jetzt erstmal kurz das Video angucken. Ich bin gespannt, inwiefern ich hier gerade zerstört werde. Ich hoffe, es wird ein krankes Video. Dieses Video ist keineswegs ernst zu nehmen und die lediglichste Unterhaltung. Wisst ihr noch, wie ich Just Nero damals zerstört habe? Wollt ihr davon einen zweiten Teil? Dann schreibt es in die Kommentare. Oh, jetzt bin ich gespannt. Exodus, danke für den Follow. Kennt ihr das, wenn man einen Fehler gemacht hat, einen YouTuber, der mehr Abonnenten als man selbst hat, zu kritisieren? Nicht? Ich auch nicht. Alpha Kevin hat genau diesen Fehler gemacht und wird heute dafür von mir zerstört. Ihr wisst nicht, wovon ich rede? Gut. Boah, Bro, das erinnert mich übel an Banani, oder? Also der Schnitt erinnert mich übel an Banani. Aha, aber ehrenhaft, muss man sagen. So, er hat es nämlich geheim gehalten, indem er ein Video auf YouTube veröffentlicht hat. Alpha Kevin hat sich darüber... Okay, das ist ein Banani-Zuschauer, weil Banani... hat das bei mir kritisiert und jetzt kritisiert er das auch nochmal bei mir, okay. ...beschwert, dass Monte jemanden in seinen eigenen Livestream beleidigt hat. Was ist dabei, fragt ihr euch. Monte hatte vor ungefähr einem Jahr gesagt, dass er nie wieder bei McDonald's verzehren würde, weil es zu gesund sei. Warte mal, irgendwas stimmt mit dem Skript nicht. Auf jeden Fall hat er vor kurzem dann doch wieder bei McDonald's gefuttert. Einer seiner Zuschauer hat Monte per Donation im Livestream darauf aufmerksam gemacht, dass das ein Widerspruch sei. Nee, es stimmt nicht, war keine Donation, das war einfach bloß so eine Nachricht. Ich glaube nicht, dass es eine Donation war. Ich bin mir relativ sicher, dass er das einfach so in den Chat reingeschrieben hat. Daraufhin hat Monte so reagiert. Bro, no hate, aber du bist low-key widersprüchlich wie das McDonald's-Essen. Görkem24, ich möchte dir eine Sache sagen und du hörst mir jetzt ganz genau zu. Du schöner Mensch. Einmal ganz kurz gesagt und danach kannst du dich entweder eincremen. Oder du schaust die neue Staffel Dark auf Netflix. Wenn ich vor 1,5 Jahren gesagt habe, dass McDonald's esse scheiße ist und ich nie wieder McDonald's esse, dann ist es eine Sache, die ich in dem Moment mit voller Überzeugung gesagt habe. Heißt aber nicht, dass ich mein Leben lang abstinent diesem Essen gegenüber bin. Ich bin ein Mensch und ich überdenke Sachen auch manchmal oder mache Sachen, die ich vor einem Jahr nicht gemacht habe. Das heißt... Also wenn ich sage, ich rauche nie wieder und ein Jahr später rauche ich wieder, habe ich einen Widerspruch begangen, weil... Ich habe gesagt, dass ich nie wieder rauche und versteht ihr es so. Es ging halt darum, dass, guck mal, die Argumentation, wenn ich mit voller Überzeugung sage, ich gehe nie wieder dort essen und ich gehe nach einem Jahr wieder essen, dann ist es halt ein Widerspruch und genau das habe ich gesagt und mir ging es halt darum, dass der Zuschauer dort halt beleidigt wurde. Wenn ich vor 1,5 Jahren, hörst du zu, cooler Typ. Wenn ich vor 1,5 Jahren gesagt habe, dass ich McDonald's Schmutz finde, heißt es nicht, dass ich mein Leben lang nie wieder dahin gehe. Und wenn ich 1,5 Jahre später zu McDonald's gehe, dann ist es mein gutes Recht, Digga, und hat nichts mit Widersprüchen zu tun. Ich bin Mensch, Digga. Aber Meinungen können sich ja ändern. Ja, Dimti, sag ich ja selber. Ich habe sogar in dem Video gesagt, dass sich Meinungen ändern können. Meinungen können sich ändern. Das ist ja auch komplett richtig. Aber es ist halt ein Widerspruch, auch wenn sich die Meinung geändert hat. Wenn ich jetzt sag, ich spiele nie wieder Casino und einen Tag später spiele ich wieder Casino und sag dann, meine Meinung hat sich halt geändert, dann ist das ja ein Widerspruch, weil du gestern noch behauptet hast, dass du nie wieder Casino spielst, verstehst du? Also es ist halt rein faktisch ein Widerspruch. Ne? Und dann daraufhin den Zuschauer so krass zu beleidigen, wirklich auf absolut unnötige Art und Weise, hat mich dazu gebracht, ein Video zu machen, weil auch so die Zeit, in der das passiert ist, fand ich Monte so oder so mega, also in den Streams relativ unsympathisch. Darüber hat sich Alpha Kevin wirklich aufgeregt. Glaubt es mir nicht? Seht es selbst. Doch diese Reaktion von dem Livestream, was wir gerade eben angeguckt haben, fand ich meines Erachtens nach sehr, sehr schwach von Montana Black. Denn ich meine, er hat gerade einen bezahlten Abonnenten irgendwie beleidigt. Aufgrund dessen, dass er ihn einfach nur mit Widersprüchen konfrontiert hat, was ja auch an sich gar nicht so schlimm ist. Was kann ein... Sag ich ja selber. ...dem nur widerfahren sein, dass man Monte... kritisiert. Generell sollte man, wie am Anfang erwähnt, nicht gegen Leute schießen, die mehr Abos als man selbst hat. Deshalb zerstöre ich dich, Alpha Kevin. Nicht nur dieser grobe Fehler. Nein, er hat ihn logischerweise zu Unrecht kritisiert. Alpha Kevin gibt dem Kommentarverfasser sogar noch recht. Nichtsdestotrotz ist es dann widersprüchlich, wenn du sagst, ich gehe nie wieder zu McDonald's, aber ein Jahr später gehst du wieder zu McDonald's. Also, ich sehe da keinen Widerspruch. Hier mal ein Beispiel. Ich sage, dass ich nie wieder Deo benutze und esse den nächsten Tag Salat mit leckerem Dressing. Seht ihr das? Kein Widerspruch. Warte mal. Junge, stimmt mit dem Beispiel auch nicht. Ich verstehe gerade irgendwie seine Logik nicht. Wahrscheinlich komme ich einfach nicht dahinter, ich bin einfach zu dumm. Vor allem auch die Aufmachung vom Video. Da bekomme ich das Kotzen. Clickbait hoch 10. Seht ihr das nicht? Natürlich, wie bei Just Nero, gibt es Tags, die nichts mit dem Video zu tun haben. Aber das scheint der Standard bei Meinungsbloggern zu sein. Selbst Banani hat Alpha Kevin mittlerweile extrem zerstört. Einfach, weil niemand etwas gegen Monte sagen darf. Aber sowas weiß man doch. Nehmen wir zum Beispiel mal das Video Montes überzogene Reaktion auf die Widersprüchlichkeit. Dann war es das schnellste Video zu dieser Thematik, ich glaube auch das einzige. Aber vom Inhalt her hat es irgendwie, naja, nachgelassen. Ich hoffe, euch hat mein Zerstörungsvideo...
Wobei ich jetzt im Nachhinein doch wieder sagen muss, dass ich das vom Inhalt her gar nicht so schlimm fand. Also, weil es halt an sich einfach, an sich war es ja nichts Falsches. Es war halt einfach, es war kein übergroßes Thema, aber mich hat es halt zu der Zeit gestört und ich habe es halt angesprochen und ja, es kam auch extrem gut an. Gefallen. Natürlich war das alles nicht ernst gemeint. Oder vielleicht doch? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare die absichtlichen Fehler aufzählen. Zu Bananis Video muss ich noch sagen, dass ich es eigentlich nicht so schlimm fand, dass Alpha Kevin jetzt über dieses Thema mit Monte ein Video gemacht hat. Ich fand das Thema und den Inhalt eigentlich gut und unterhaltsam. Also pass auf, was du sagst, Banani. Ansonsten wirst du vielleicht der nächste Kandidat. Guck, er hat's nur spaßig gemeint und jetzt sind wir die coolsten, Mann. Alter, Banani soll sich löschen gehen, der Ehrenlose. Kandidat sein, der zerstört wird. Ja, tschüss. Ja, Leute, ey, wenn das, ey, das ist ja stark, das ist ja ganz stark. Erinnert mich irgendwie vom Avatar so ein bisschen an Raptake, kann das sein? Also ich muss sagen, an sich ein unterhaltsames Video. Ich kam am Anfang nicht ganz drauf klar, wie er was meinte. Ne, ich wusste ja, es war jetzt einfach nur aus Joke alles gemeint, aber ich habe gar nicht gewusst, was er jetzt meinte. Dass er dann zum Schluss doch nochmal Banani beleidigt hat, finde ich sehr gut. Und das gibt von mir aus natürlich auch einen dicken, fetten Like. Weil Banani sollte man immer kritisieren und disliken.